Yo, Mann! Was geht, Digga? Mu! Ich habe dich gehört. Oh, das ist, Spitze. Ich bin Nate, wer bist du? Und, was bist du? Mein Name ist Nate. Und du bist? Man nennt mich Schneller Lauf. Donnerhuf oder Regenmacher. Ich gehöre zum stolzen Volk der Tauren. Und du hast so eine Art Kostümverleih? Ich bin ein Schamane. Oh. Das heißt? Du bist OP. Ich spreche mit den Geistern unserer Vorfahren. Ich braue Tränke, heile die Krankheiten und beschwöre das Wetter. Wow, viel zu tun. Du musst ständig im Stress sein. Oh yeah, da good shit, man. Richtig. was rauchst du eigentlich da? Was rauchst du da für ein Zeug? Krieg ich auch was? Ich rauche, um auf Seelenwanderung zu gehen und mit meinen Ahnen zu sprechen. Du solltest Gras fressen, nicht rauchen. Das ist ein besonderes Kraut. Okay. Ich wollte dich mit dem Mu übrigens nicht beleidigen. Das mit dem Mu ist mir nur so rausgerutscht. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich dachte einfach, hey, da sitzt ein alter Ochse, sag mal Mu. Verstehst du? Wenn du wie ein Esel aussehen würdest, hätte ich ja gesagt. Oder wenn es hier nach Schweinestall stinken würde. Ich verzeihe dir. Aber stink nun mal nach Büffel und da habe ich... Danke, ich habe dir verziehen. Astrein. Hey, ho. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Ja, ich glaube auch. Wir sehen uns, mein Freund. Oh, das ist eine Truhe. Kuhschminke. Wenn ich es doch sage, das ist Schminke. Und ich gehe mal stark davon aus, sie gehört Häuptling Spalthuf da drüben. Um das klarzustellen, ich werde mich nicht schminken. Ja, du sollst dich auch nicht schminken, du sollst es dem Paladin geben. Schwarze Tusche. Die kann ich mitnehmen. So, schauen wir mal. Haben wir hier sonst noch was? Da links haben wir doch noch was. Den Federschmuck können wir auch nochmal betrachten. Ja komm, hier, schau dir den Federschmuck immer an. Immer noch hässlich. Okay, das war's. Und da ist ein Metallgefäß. Ein Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. 3, 2, 1, meins. Hey Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, schau mal kurz vor dich hin. Danke. Okay, dann haben wir das schon mal leer geplündert. Da gibt's nix. Oh, was haben wir da noch? Oh, rote Steine. Und das ist ein Bild mit Mushrooms. Rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Das ist auch eine sehr schöne Atmosphäre hier. Ja, dann nehmen wir mal ein bisschen was mit. Und Pilze. Pilze kann man auch immer brauchen. Weiß man ja. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Nehmen wir auch mit. Können wir anmalen. Schwarzmorcheln. Oh. Mische die Tinte mit der Farbe. Es ist zu schade, um sie zu punchen. Das ist feinste Tinte zum Schreiben. Oder zum Kühe anmalen. Okay. Haben wir hier sonst noch was? Huch, was haben wir denn da unten? Ach, feuchten Boden. Und da haben wir Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Der Paladin spuckt immer wieder auf... Spucknapf. Da bitte, ein Spucknapf. Zu reizend. So, schauen wir mal, was haben wir da? Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... rote Slipper? Ja, hier. Das trägt der Paladin vielleicht. Ein Banner. Ja, hier du, ne? Hallo, Prinzessin. Ja? Warum steckt der Zombie-Kopf dort auf der Lanze?
Wenn ich ihn auf den Boden legen würde, könnte er nach mir schnappen. Und so ist er auch viel besser zu sehen. Ich meine, warum hast du den armen Zombie überhaupt geköpft? Ha! Zombies! Sind ungepflegte, stinkende, unheilige Dinger. Ohne jeden Charme, ohne Schick. Sie dürfen kein Mitleid erwarten. Schwul. Was spuckst du jedes Mal, wenn wir über den Zombie reden? Allein seine Erwähnung lässt meine Galle steigen. Seien wir mal ganz ehrlich. Dessen Erwähnung? Die des Zombies. Nur beim Wort Zombie oder auch bei anderen? Nein, nur bei Zombie. Und wenn ich es sage? Was? Zombie. Dann nicht. Welches Wesen hast du von allen am meisten? Welches Wesen auf dieser Welt hast du am meisten? Nacktmulle. Und dann? Zombies. Ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Kannst du mir bei meinem Kreuzworträtsel helfen? Gesucht wird ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Zombie. Was? Zombie. Bambi? Aber Bambi hat nur 5 Buchstaben und ist gar nicht... Zombie! Bist du blöd? Ich kenne einen tollen Zungenbrecher. Ich diesen Zungenbrecher bekommst du nicht hin. 12 Zombies zwitschern zöllige Zombie-Zoten zum zwischenzeitlichen Zombie. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sag mal Zombie. Zombie. Danke. Danke. Das reicht. Genug von Zombies. Finde ich auch. Ich muss los. Männerkram machen. So, schauen wir mal in den Spucknapf. Der ist bestimmt voll jetzt inzwischen. Hm. Am Boden hat sich ein kleiner Spuckesee gebildet. Das sollte reichen. Uah, pfui, wofür denn? Uah, ist das eklig. Was will ich damit? Nein, weiße Pilze kommen da nicht. Pfui. Ernsthaft? Warum sollte ich Pilze anmalen? Weiß ich nicht, was Spaß macht. Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. So, gehen wir mal rein. Ja, man ist der Zombie, sag ich schon. Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Ich auch nicht. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ja, das bin ich. Ich habe eine erstklassige Lunge für dich. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Hallo? Ich lasse sie lieber weiter ab. Okay, das geht so nicht. Doof. Okay, dann gehen wir jetzt mal in Richtung Orklager. Wilbo retten und so, ne? Das ist ein Gerät, das ist ein Müllhaufen. Oh, das Gerät betrachten wir erst. So eine Art Saftpresse, würde ich sagen. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten läuft der Saft raus. Na dann. Hey, funktioniert sogar noch. Vielleicht konnten die Grünen heute nur nicht damit umgehen. Benutzt du die Presse? Ja, mit was? Was sollten wir auspressen? Ich will einen weißen Pilzesaft. Geht nicht. Müllhaufen betrachten. Wenn der Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Okay. Betrachte das Plakat und Plakat am Orklager. Menschen nicht willkommen. Sucht. Schlagt den Gnoll Hogger und bringt seine gewaltige Gnollklaue. Bla bla bla, ist doch immer dasselbe. Hogger! Komm, nehmen wir mit. Vorne schaut mich ein seltsames Wildschwein-ähnliches Wesen an. Die Rückseite des Blattes ist leer. Können wir was draufmalen? Nein. Ich könnte etwas auf das Blatt schreiben, aber. Aber was und warum? Ein Brief!
schreib doch einen Brief. Ich könnte etwas... Du bist mein Held, ey. Weißt du? Okay. In Ordnung. Damit habe ich ein Pompon an einer Schnur. Ja, das wird bestimmt irgendwas bringen. Aber was? Ja, dann gehen wir mal rein hier. Klopf, klopf. Irgendwie glaube ich da nicht recht dran. Aber versuchen wir es. Dachte ich mir. Was glaubst du, was du da tust? Wurm. Reinkommen. Kommt gerade nichts im Fernsehen. Ich stürme euer Lager? Wer bist du? Ich bin der große Rockgor, Häuptling der Blutsensen-Orks. Du stehst persönlich am Tor. Ich komme vom Umweltamt. Ich bin vom Umweltamt. Sie wissen schon, dass Sie Ihren Müll hier nicht einfach in die Landschaft schmeißen dürfen? Öffnen Sie bitte das Tor, ich muss Ihre Mülltonnen überprüfen. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Wie kann man nur so einen Unsinn plappern? Ich weiß auch nicht. Es ist, als könnte ich verschiedene Fragen stellen und wähle jedes Mal die unsinnigste. Warum müsst ihr Ochs immer... Nee, was habt ihr mit dem kleinen Wilbur gemacht? Was ist ein Wilbur? Er ist ein Gnom und mein Freund. Ach, der? Der ist uns vorhin in die Falle gegangen. Aber seit wann gibt man seinen Gnomen Namen? Geht es ihm gut? Das hoffe ich doch. Was will man mit einem kaputten Gnom? Oh, stimmt auch wieder. Ich hätte gerne meinen Wilbur wieder. Ich will Wilbur zurückhaben, auf der Stelle. Wir haben ihn gefangen. Damit gehört er uns. Besorgt ihr einen neuen. Aber ich bin für ihn verantwortlich. Seine Mama ist voll traurig. Er ist der Hauptpreis unseres Kriegerwettkampfs. Und als solcher bleibt er hier bei uns. Ich würde gerne bei einem Wettkampf mitmachen. Was ist das genau, ein Kriegerwettkampf? Damit finden wir heraus, wer der mächtigste Krieger ist. Zwei Kontrahenten treten in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dem Sieger winkt große Ehre und er bekommt einen Preis. Und Webo ist für euch nichts weiter als ein Preis? Nein, eine Flasche Feuerwhisky gibt es auch noch. Der Gnom ist die Dreingabe. Oh, Feuerwhisky. Könnt ihr da am Wettkampf teilnehmen? Kann jeder am Kriegerwettkampf teilnehmen? Wir Orks fürchten uns vor niemandem. Im Kriegerwettstreit nehmen wir es mit allen auf. Also schön, lasst mich rein. Ich will teilnehmen. Ich sagte, es ist ein Kriegerwettstreit. Einer wie du wäre reine Zeitverschwendung. Aha. Aber ich bin verdammt gefährlich. Nee, ihr habt wohl Angst vor einer richtigen Herausforderung. Wie es scheint, habt ihr Angst vor einer echten Herausforderung, hä? Was für eine Herausforderung? Also davor, dass ich da reinkomme und gegen jemanden von euch antrete. Ich kann dir nicht folgen. Das wäre die Herausforderung. Für wen? Für meinen Gegner. Du redest wirr, Mensch. Aber wenn ich einen Krieger finde, dann kann der für mich am Wettkampf teilnehmen, oder? Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen? Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Der Paladin, nein. Warum gibt es immer Ärger mit euch? Ihr entführt harmlose Gnome und greift grundlos die freie Welt an. Ich meine, es war kein Angriff. Es war eine vorweggenommene Verteidigung der Heimat in Feindesland. Und außerdem, was sollen wir sonst machen? Wir haben die größte Armee der Welt. Niemand anderes steckt so viel Gold ins Militär wie wir. Es wäre doch Irrsinn, all das Gold zu investieren und dann nie einen Krieg zu führen. Ja, das auch gar nicht so unverantwortlich wäre so etwas. Und dass dieser verdammte Krieg ewig dauern würde, konnten wir schließlich nicht ahnen. Und jetzt steht euch wie der Allianz das Wasser bis zum Hals. Ach was, alles Propaganda. Hier im Lager warten 1000 kriegshungrige, gut ausgerüstete und motivierte Krieger auf ihren Einsatz. Das glaube ich irgendwie aber nicht. Aber sicher. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Kannst du lange warten. So, schauen wir mal. Kann man hier irgendwas auspressen? Nee, dann gehe ich mal wieder. Moment, was haben wir da noch? Bretter! Gib mir Bretter! Da ist noch Blumen. Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit Grünspan überzogen. Egal, nimm mit.
Kann man immer brauchen. So, und da sind noch Blumen. Ich bin ein Blumenkind. Die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte. Die Blüten leuchten in sattem Blau. Wollen Sie damit jemanden anlocken oder warnen? Egal, nehmen wir ein paar mit. Toll, jetzt habe ich blaue Finger. So, wir sammeln also Farben gerade. Damit wir den Paladin einfärben können, dass er gefährlicher wirkt. So, da können wir mitreden, da ist die Reisetruhe. Gehen wir nochmal hier rein. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Wilbur ist der Preis in einem Kriegerwettkampf. Anscheinend haben die Orks Wilbur zu einem Preis bei einem Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du zufällig einen Krieger? Einen Krieger, der gegen einen Ork im Kriegerwettkampf antreten würde? Richtig. Und der hier in der Nähe lebt? Jep. Nach Möglichkeit. Ach ja, und wenn's geht, sollte er nichts kosten. Aha. So einen gibt es wohl nicht? Wohl nicht. Wie soll ich Wilbur raushauen, wenn ich keinen Krieger finden kann? Wenn ich keinen Krieger finde, der Wilbur da raushaut, habe ich wenigstens mein Bestes getan. Das war dann halt höhere Gewalt. Du könntest selbst im Wettstreit antreten. Da haben die Orks sehe ich aus wie ein Krieger? Soll ich mir ein paar Hanteln schnappen und bis heute Nachmittag meine Oberarme aufpumpen? Ja. Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege, um ein gefürchteter Krieger zu werden. Der erste Weg ist der Weg der Erfahrung, des Talents und der Fähigkeiten. In zahllosen Schlachten musst du Erfahrung sammeln, durch Technik dein Talent herausarbeiten und alle deine Fähigkeiten verbessern. Kommen wir zu zweit. Du musst das Wesen des Kampfes besser verstehen als alle anderen. Niemals darfst du aufgeben. Jedes Detail muss dir wichtig sein. Was die zweite Möglichkeit? Nach einer langen und qualvollen Zeit der Erniedrigungen und Niederlagen wirst du ein akzeptabler Krieger sein. Und der andere Weg? Cheaten. Du brauchst eine unschlagbare Ausrüstung. Wenn deine Waffen und Rüstungen besser sind als die aller anderen, kannst du als Krieger ein Versager sein. Deine Ausrüstung macht die Arbeit für dich. Das könnte etwas für mich sein. Ich besorge mir eine unschlagbare Ausrüstung, rette den Kleinen und bin der Held des Tages. Das klingt halt so nach MMO. Na, sag schon, wo gibt es hier denn ein unschlagbares Kriegerset? Ich denke mal, hier in der Nähe gibt es ein legendäres Kriegerset. Wie kommst du denn darauf? Och, nur so eine Ahnung. Tatsächlich lässt sich ein mächtiges und berühmtes Set hier in der Nähe finden. Aber woher? Besteht es vielleicht aus mehreren Teilen, die hier überall in der Gegend verstreut sind? Und für jedes Teil muss eine Reihe haarsträubender Aufgaben erledigt werden? Nee, eigentlich nicht. In der Tat. Es sind der Helm, der Schild und das Schwert der Macht. Aber wie... Also, was soll ich für dich tun, damit du mir weiterhilfst? Nun, du könntest mir bei meinem Körper helfen. Was fehlt? Ich brauche eine Lunge. Und? Ein Herz. Und als drittes? Muss alles unter Strom gesetzt werden. Ein Blitz, der wird meinem Körper Leben einhauchen. Aha. Das klingt einfach. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir den Aufbewahrungsort des Schwertes der Macht. Und vielleicht wissen die anderen, wo sich der Helm und der Schild befinden. Darauf möchte ich wetten. Irgendwie macht es keinen Spaß, wenn du so bist. Okay, wo soll ich denn ein Herz herbekommen? Wo soll ich denn hier ein Herz hernehmen? Du könntest mir deins geben. Super, nee, das brauche ich noch. Ich versuche nur zu helfen. Ja, ja, das sagen sie alle. Wie war das noch mit dem Kriegerset? Wie war nochmal unser Deal? Du besorgst mir eine Lunge und ein Herz für meinen Körper und sorgst dann dafür, dass ein Blitz in die Antenne einschlägt. Dafür verrate ich dir, wo du das Schwert der Macht finden kannst. Richtig. Ach ja, und die anderen können dir sagen, wo du den Rest herbekommst. Okay, dann bin ich mal unterwegs. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. So, hier, schau mal. Da hast du eine Lunge. Hey, Gulliver, Zeit, tief Luft zu holen. Einfach fantastisch. Mit dieser Lunge werde ich Marathonrennen laufen können. Danke. Fehlt nur noch ein Herz. Und ein Blitz. Ja. So, rote Steinchen. Da brauche ich eine Flüssigkeit brauchen wir dazu. Nö, klappt nicht.
Nee. Nee, du, das klappt so nicht. Das kann ich daran nicht einmischen als VW. Aber ich glaube, wir sind schon wieder Ewigkeiten beschäftigt. Und ich mache jetzt mal hier eine kleine Unterbrechung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Kinder. Tschüssikowski.